Wegen des Verdachts auf Korruption hat es in Österreich eine Razzia bei der Regierungspartei ÖVP gegeben. Durchsucht wurden laut Berichten die Parteizentrale in Wien, das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium. Auch enge Vertraute von Bundeskanzler Sebastian Kurz stehen im Visier der Ermittler. Ein Sprecher der ÖVP sagte, er wisse nicht, wonach genau gesucht worden sei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. So sollen beispielsweise Umfragen gegen Geld geschönt worden sein.